In Peking hat die Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses begonnen. Wegen der Corona-Pandemie 2 Monate später als ursprünglich geplant. Zu Beginn des Delegiertentreffens stehen eigentlich Wirtschaft und Wachstum im Mittelpunkt. Gestern Abend aber tauchte überraschend ein neuer Tagesordnungspunkt auf. Ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong, mit dem Peking das Parlament in der Sonderverwaltungszone quasi umgehen würde. Ein Angriff auf den Grundsatz, ein Land, zwei Systeme, warnen Kritiker. Ein politisches Großevent in Corona-Zeiten. Wie geht das? Pekings Antwort: Rund 2.900 Delegierte aus ganz China tragen heute Mund-Nasen-Schutz. Zuvor wurden sie 2-mal auf Corona getestet. Und ganz oben auf den Rängen, wo sonst hunderte Journalisten zusehen, deutlich leerer. Auslandsmedien unerwünscht. Erstmals seit fast 2 Jahrzehnten gab Peking heute kein Wachstumsziel aus. Chinas Wirtschaft in der Krise. Konsum, Investitionen und Exporte sind zurückgegangen. Der Druck auf den Arbeitsmarkt ist stark gestiegen und vor allem kleinere und mittlere Unternehmen stehen vor wachsenden Problemen. Die Risiken im Finanzsektor und in anderen Bereichen nehmen zu. Was Li nicht erwähnt, viele in China müssen Lohnkürzungen von bis zu 50% hinnehmen. Die Arbeitslosenquote könnte im 2. Quartal auf 18% ansteigen. Das ist massiv. Etwa 70 Millionen Menschen finden keine Arbeit mehr in den Städten und gehen zurück aufs Land. Das wird ein Riesenproblem für die soziale Stabilität. Der Volkskongress stellte auch ein sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong vor. Das soll Chinas Sicherheitsbehörden erlauben, in Hongkong Außenstellen zu schaffen, um für nationale Sicherheit sorgen zu können. In Hongkongs Parlament daraufhin Tumulte. Abgeordnete des prodemokratischen Lagers protestierten gegen das Gesetzesvorhaben. Sie fürchten, dass der autonome Status Hongkongs ausgehöhlt wird und Pekings Einfluss weiter wächst. In Peking ist meine Kollegin Tamara Anthony. Wie brisant ist denn zunächst mal der Umstand an sich, dass sich der Volkskongress mit diesem Hongkong-Erlass beschäftigt? Und was bedeutet das für Hongkong? Zugespitzt gesagt bedeutet es, dass das Hongkong, was wir kennen, bald verschwinden wird. Denn das hat davon gelebt, dass es Freiheiten gab und einen Rechtsrahmen, der diese Freiheiten eben beschützt. Nun will aber Peking unter Umgehung des Hongkonger Parlaments das Grundgesetz in Hongkong ändern. Denn dieses Sicherheitsgesetz soll als Anhang an das Grundgesetz in Hongkong angefügt werden. Also allein dieser Umstand bedeutet, dass es keinen Verlass mehr geben wird auf die garantierten Freiheiten und einen vorgegebenen Rechtsrahmen in Hongkong. Deswegen sorgt der Erlass ja auch international für Kritik. Was steht denn da genau drin? Ein Punkt wurde bereits im Beitrag angesprochen. Das ist die Tatsache, dass Peking dann Sicherheitsorgane nach Hongkong schicken sollen kann. Ein weiterer Punkt ist, dass in Hongkong selbst alle Akte von Subversion, alle Demonstrationen, die das Ziel haben, die Zentralregierung zu stürzen oder das zumindest versuchen oder diese kritisieren, wie auch ausländische Einflussnahme unter Strafe stehen. Konkret bedeutet das, dass alle pro-demokratischen Demonstrationen damit schwieriger werden, weil alle Teilnehmer sehr viel härter bestraft werden können. Kann China das denn so einfach umsetzen? Mit Großbritannien war ja bei der Übergabe von Hongkong das Motto "Ein Land, zwei Systeme" vereinbart worden. In dem damals beschlossenen Grundgesetz von 1997 hieß es, dass die lokale Regierung, also in Hongkong, ein Sicherheitsgesetz beschließen soll. Das wurde auch 2003 versucht, ist aber dann am Widerstand, am breiten Widerstand der Bevölkerung in Hongkong gescheitert. Dass nun Peking selbst dieses Sicherheitsgesetz formuliert und es dann auch in Kraft treten lassen will, das ist zumindest eine interessante Auslegung von Recht. Das andere große Thema auf dem Volkskongress ist, wie eben schon gesehen, die Wirtschaft, die ja stark unter der Corona-Pandemie leidet. Wie ist das einzuordnen, dass die Regierung nun erstmals seit Jahrzehnten kein Wachstumsziel nennt? Der Premierminister hat dazu in seiner Rede auch selbst ein paar Erklärungen geliefert. Vor allem sagt er, dass durch die weltweite Pandemie es so viele Unwägbarkeiten gibt, vor allem im Bereich von Handel und Wirtschaft, dass es keinen Sinn mache, ein Zahlenziel zu nennen. Stattdessen nennt er eben strategische Ziele. Diese hätten Vorrang, zum Beispiel, dass verhindert wird, dass es eine große Zahl an Arbeitslosen in China gibt.
Aber sicher ist es auch praktisch, nicht eine sehr niedrige Zahl als Ziel nennen zu müssen. Es sollen ja zum Beispiel auch neue Schulden aufgenommen werden, aber trotzdem sollen die Ausgaben fürs Militär um 6,6% steigen. Was ist dafür der Hintergrund? In den vergangenen Jahren waren die Ausgaben für das Militär noch höher, beziehungsweise die Steigerung war höher. In 2019 gab es eine Steigerung um 8%. Insofern spiegelt jetzt diese vorgeschlagenen 6,6% wieder, dass eben überall gespart werden soll. Aber es zeigt auch, dass das Militär eine große Priorität hat. Und parteinahe Experten hier in China werten das auch so, dass das eben geschieht vor dem Hintergrund von weltweiten Unsicherheiten, politischen Unsicherheiten und auch ganz konkret wegen des Konfliktes mit den USA. Nun ist dieser Volkskongress in Peking ja wegen der Corona-Pandemie nicht nur später gestartet, sondern auch verkürzt worden. Statt 2 Wochen ist es nur noch 1 Woche. Was steht denn in den kommenden Tagen nun noch an? Die Delegierten werden die nächsten Tage in hinter verschlossenen Türen tagen und diskutieren. Und nächsten Freitag werden sie sich wieder im großen Plenum treffen und dann die Beschlüsse absegnen. Und dann wird es auch die Abschlussrede von dem Präsidenten hier von Xi Jinping geben. Danke, Tamara Anthony in Peking.